iTunes und damit recht herzlich willkommen zum Rostiger Land und gleich in die Horrorspielchen. Ich höre so ein Dino Crisis 2 Jungle of Silence. Jeder kennt doch das Spiel Dino Crisis, oder? Oder nicht? Schreibt mal in die Kommentare, was mich interessiert. Ist das von Steven Game Studios? Und mit Unreal Engine gemacht und vor allem noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne die ich ja gar nicht machen und realisieren wäre. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Dann gehen wir mal hier in den Dschungel auf Dinosaurierjagd, oder nicht? Habt ihr Lust? Dann starten wir mal, ne? Und schauen, was uns erwartet. Bin aber gespannt, wie er das umgesetzt hat. Regina, went to the basement of the Third Energy Research Base underwater. Awaiting Regina's return, I decided to get out of the boat for a final round of exploration of the harbor, looking for what was left of my team before leaving the dock once and for all. Oha. Hey. Oha. Spacebar war interact. Alright. Ah, sieht schon mal cool aus, oder? Sieh ja schon mal Vitality. John, can you hear me? Something is wrong here. The alarm went off. Please, I'm not alone. Ja, sieht mal cool aus hier. Gespannt, was uns erwartet. Hier geht's ja hoch. Ah, da kann ich hochlaufen. Umgebung, schöner blauer Himmel. Ah, ich hätte also auf jeden Fall hier hoch müssen. Gehe ich mal davon schwer aus. Ich hoffe, ich mache nichts Falsches. Ah, ich muss auf jeden Fall hier runter. Ich kann also nicht springen oder so. Hallo? Hallo, Kollege. Ah, da komme ich nicht durch. Da liegt ein Kollege von mir. Ich glaube, dem geht's aber nicht so gut. Vor allem, das sind solche, diese Flugsaurier sind da bei ihm hier am Start. Ja, sehr interessant, oder? Aber cool gemacht. Der Heli. Helikopter. Mal ein bisschen hier umschauen. Wir sind auf jeden Fall auf einer Insel. Oh ja. Wie kommt hier der Jeep dahin? Mysteriös, oder? Ich guck mich hier erstmal ein bisschen um. Wow. Könnte man ja eventuell drauf schießen. Mal am Heli schauen. Ja, der fliegt ja nicht mehr weit, ne? Der fliegt ja nirgends mehr hin. Dann gehen wir mal hier. Velociraptor. Velociraptor. Nicht gut. Hört sich schon nicht so gesund an. I decided to make arrangements with Regina on the radio to establish a meeting place in the jungle. She seemed troubled by something. She had just gone down to the basement of one of the third energy complexes to retrieve files, but the area was completely flooded. I was really hoping that something might be okay down there, but there was only death and those prehistoric beasts. Coolest voice acting. Noch eine Zwischensequenz. Er unterhält sich mit jemandem. Oha. Wow. Jo. Der Kollege, dem scheint es ja nicht mehr so ganz so gut zu gehen, ne? Kann ich hier was bei ihm machen? Ich glaube nicht.
aufgefallen sind, unsere Kollegen. Und ich glaube, ja, dem geht's mit Sicherheit auch nicht mehr so gut. Dem geht's nicht so gut. Hier kann, oh, kann ich was machen? Da rennt einer rum. Seht ihr den? Ah, der, ich glaube, der kommt, oder? He's coming. Not good. Da rennt doch, die rennen hier alle frei rum. Really? Komm ich da hoch? Hallo? Ich komme hier aber nicht hoch. Nein. Wie ziel ich? What? Okay, der macht einem nichts. Der macht mal einem nichts. Ist schon mal gut, ne? Die Kleinen, die machen einem nichts. Alright, ich hab irgendwas gesehen. Ich glaube, hier kommen wir nicht durch, oder? Wir gehen mal hier weiter. Oh. Was? Die Geräusche? Oh oh. Also hier Jurassic Park. Oh, 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 run, baby. No, 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 no. Wow. What? What? Der hat mich doch am Fuß gepackt. What? Böse Held. Jurassic Park fällt aus. Echt cool. I decided to make arrangements with Regina on the radio to establish a meeting place in the jungle. She seemed troubled by something. Nice. She had just gone down to the basement of one of the third energy complexes to retrieve files, but the area was completely flooded. I was really hoping that something might be okay down there, but there was only death and those prehistoric beasts. Jeder kennt ja den Film Jurassic Park zum Beispiel. Jeder kennt die Spiele, jeder kennt die Theorie von so Parks mit Dinosauriern, mit den Tieren. Und würdet ihr in so einen Park reingehen? Mit Dinosauriern etc. etc. Würdet ihr da reingehen? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren. Also ich hätte da kein Interesse dran, muss ich ehrlich sagen. Ich wäre da nicht so. Nee. Weil ein Tier ist ein Tier. Ich bin sowieso einer der Verfechter, wo sagt. Oder ich bin. Meine Meinung ist, ein Tier gehört nicht hier in Käfig, sondern in die Natur. Ne? Ist meine Meinung. Aber hier gibt es ja nichts, was wir. Man könnte man eigentlich vielleicht auch so die Dinger sehen. Ich könnte mich hier einschließen, ja klar. Das ist nicht gut, dann könnte aber jederzeit wieder raus, ne?
taktisch vorgehen hier, ne? Schöne Tür, hier ist eine Tür. Nicht sie weg. Nicht sie weg. Wir leben doch, wir sind noch am Start. Oh, was steht da hier? Rotosphere's Playground. Dylan, there's a huge dinosaur in the base. I think I sight it. But that thing is chasing me. I'm scared. I'm scared too. Hier kommen wir nicht durch, oder? Da liegt schon ein Kollege. Hier kommen wir nicht durch. Wir müssen also, ob wir wollen oder nicht, hier durch. Ich habe da kein so gutes Gefühl, wie es hier noch ausgeht. Ich komme hier nicht durch. Why? Bist du gut, wieso komme ich hier nicht durch? Ah doch, ich komme durch. Ah, Jesus. What? Was ist hier schief gelaufen? Ja, die Natur. Das sieht alles andere als gut aus. Oh. Hallo, ich mach mich mal bemerkbar. Der ist groß. Der ist sehr groß. Ich hau ab. Ich verkrüme mich. Komme ich hier irgendwo durch? Alright. Ah, hier komme ich nicht durch. Ich brauche eine Taktik, Leute. Oh ja, das war natürlich Rossi Fail, ne? Da kommen wir nicht durch, ja. Also Rossi, was sagt uns das? Jetzt komme ich ja nicht mehr raus, oder was? Hallo? Ich komme nicht mehr raus. Really? Leute, ich habe mich eingesperrt. Ich komme hier nicht mehr raus. No! Was habe ich getan? Ich komme hier nicht mehr raus. Ja! Ich hänge hier fest. Ich hänge hier fest. Let me out. Ich bin doch nur einmal falsch abgebogen. Oh, Gott sei Dank. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? In die große weite Welt. Ich glaube, das gehört hier nicht mehr dazu, oder? Nee, also hier sieht man den Textur, ne? Ich glaube, ich bin außerhalb von der Map. I'm outside of the map. Das war aber ja typisch Rossi, ne? Rossi Style. Außerhalb der Map. Naja, jetzt schauen wir mal, dass wir da vielleicht wieder reinkommen. Ich probiere gerade wieder in die Map reinzukommen. Aber ist ja nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert, ne? Ich probiere gerade, ob er hier läuft. Irgendwie. Lauf doch! Ich komm nicht mehr in die Map. Damn. Bin ja jetzt ein bisschen ärgerlich, ne? Ja? Das ist ein little bit ärgerlich. Jetzt hänge ich hier fest, Leute. Ah, scheiß die Wand an, ja.
Na, probier's mal andersrum. Ich muss wieder in die Map. Ob mir das gelingt oder nicht, sagt uns gleich das Licht hier. Ne? Kommt Rossi wieder back to the. Back in the Map. Oh nein. Nur nicht so richtig. Ah, oh, es ist frustrierend. Ich kann ja das Spiel nicht neu starten. Wenn man jetzt crouchen könnte, dann wäre das eine feine Sache, weißt? Dann wäre das echt eine feine Sache. Aber ich komme hier gar nicht mehr rein. Ah, oh, damn. Scheiße, was denn her? Ist das, wenn man einmal hier falsch abbiegt, ne? Ist wie im normalen Leben auch. Dann kommt man halt aus der Map raus, ne? Dann hat man es irgendwie verkackt. Das war halt nichts raus hier, ne? That was not good. Wenn er mich jetzt da reinlassen würde. Wenn er hier, back. Aber er lässt mich ja nicht mal rein. In die Map. Dann wäre das eine gute Sache. Ich könnte jetzt hier aus der Map fallen. I started again. Sehr peinlich hier. The Dino Crisis. Ne? The Jungle Play. Tut mir ja leid. Tut mir leid, Leute. Aber ihr könnt euch ja gern selber mal runterladen. Awaiting Regina's return. Und selber mal probieren. I decided to get out of the boat for a final round of exploration of the harbor. Looking for what was left of my team, before leaving the dock once and for all. Oder könnt ihr mal jetzt hier gucken, wenn wir schon hier sind. Ob wir hier noch was anderes sehen. Weil hier waren wir ja vorhin nicht, ne? Hier bei unseren Kollegen. Hier waren wir nicht, aber auf jeden Fall hier noch. Diese. Aber jetzt sieht man mal als so nicht affiner, wie so ein Spiel hier gemacht wird. Der Aufbau, alles drumherum. Also schön interessant, ne? Wenn man das alles hier sieht, ne? Gerade hier draußen. Im Spiel sieht alles hübsch aus und drumherum ist alles so. Alles hier gescriptet, ne? Man kann das halt nicht skippen, ne? Aber das ist halt kein Problem, ne? I decided to make arrangements with Regina on the radio to establish a meeting place in the jungle. She seemed troubled by something. She had just gone down to the basement of one of the third energy complexes to retrieve files, but the area was completely flooded. I was really hoping that something might be okay down there, but there was only death and those prehistoric beasts. Die Dinos sind los. So, mal gucken hier. Wir tun jetzt, ich mache jetzt hier, ich renne einfach an ihm vorbei. In der Hoffnung, dass wir da irgendwie an ihn vorbeikommen, ohne größeren Schaden zu nehmen, ne? Trad. Wo waren wir jetzt? Wo habe ich jetzt hin müssen? Das war der falsche Weg, Mann. Ah, ich bin so ein Schussel, oder? Hier war ja unser. Der Kleine hier. Hehe. Ja, war gut umrandet hier, ne?
Den haben wir ja fertig gemacht. Dylan, there's a huge dinosaur in the base. I think I sold it. But that thing is chasing me. I'm scared. Seit wann stehen da die Autos? Waren die vorher schon? Waren da vorher schon die Autos? Ah, da sind wir ja nicht reingekommen. Sind wir ja nicht reingekommen bei den Autos. Ah, hier hinten waren wir auch nicht. War hier irgendwas Besonderes? Rosi, bleib in der Map. Bleib in der Map. Wichtig und richtig. Bleib in deiner Map. Hier war ja der Große, ne? Und ich glaube, hier sollten wir auch lang, ne? Und mal schauen, ob wir hier unbeschadet rauskommen, ne? Hier ist ja der Weg. Und da war doch der Große. Oder nicht? Ich glaube, der hat sich verkrümelt. Oder war der hinterm Zaun? Ich weiß es nicht. Thread Outpost, yo. Ja, der Außenposten, dem geht's, glaube ich, nicht mehr so gut, oder? Ich glaube, der Außenposten hier, der hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Oder was meint ihr? Man hat halt hier einen vorgeschriebenen Weg, aber das ist ja kein Problem, das ist ja... wie ihr seht, geht man auf eigene hier Route, dann endet es schon mal hier außerhalb der Map. Ja, das sollte ja tunlichst vermieden werden. Daumen, kann man hier Daumen hier immer schön hier an den Weg halten, Leute. Kleiner Tipp. Hier gibt's aber nicht. Hier gibt's nichts, was ich machen könnte. Ja, ein bisschen andere Art von Horror, ne? Oh. What I found did not surprise me at all. They were all dead. Eaten alive by those creatures. But the strange thing was that the raptors, for once, weren't there. This gave me the chills, because it only meant one thing. A much larger predator nearby. Oops. Ich glaube, die sind alle nicht mehr ganz hier taufrisch, ne? Komme ich da irgendwo rein? Ne. The Raptor. Wo ist er, ne? Oh oh. Der sieht aber groß aus, oder? Soll ich ihn abschießen? Ich kann nicht rennen. I can't run. Wieso kann ich nicht rennen? Ich hau ab. Oh, die Atmosphäre ist ja nicht gut hier. Ja, am besten nicht machen. Und dann hoffen, dass wir hier irgendwie unbeschadet rauskommen. Vielleicht komme ich da, aber ich glaube nicht, dass wir hier durchkommen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Das wird hier wohl kaputt sein. Oder was meint ihr? Ich glaube, auf ihn zu schießen wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen. Ja, ich möchte auch hier überleben, ne? Oder muss man den Raptor abknallen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, wie lange das Spiel geht.
Bist du denn im Haus? Abandoned factory. I absolutely had to get out of there and join Regina near the pier. By now my team was completely gone. There was nothing I could do. No other survivors. But I had to be very careful. Oh ja, immer vorsichtig sein. Wir sollen hier... Wo ist Regina? Wo ist sie? Wir müssen vorsichtig sein. Kommt wieder hier so ein kleiner Irrgarten. Ah. Oh. Ein kleiner Irrgarten, das kenne ich, das kenne ich. Den Aufbau kenne ich aus einem anderen Spiel von Steven A. Games, wo ich wahrscheinlich auch noch rausbringen werde, ein Video. Könnt euch auch schon mal darüber freuen. Es ist genau dasselbe Style mit diesen Rohren. Lasst euch mal überraschen, ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, welches Spiel ich meine. Ja, ist dasselbe Aufbau. Also das hat er schon mal verwendet. Ja. Wenn wir hier den Weg nach draußen finden. Hier kommen wir runter. Wir müssen jetzt Regina finden und dann mal hoffen, ne, dass wir hier irgendwie... Oh, da unten ist einer. Seht ihr ihn? Oh, das sind mehrere. We are dead. Alle tot hier. I absolutely had to get out of there and join Regina near the pier. By now my team was completely gone. There was nothing I could do. No other survivors. But no, I had to be very careful. Die Dinos sind los, ja. Da haben wir einen Salat, ne? Da haben wir einen Salat. Ich hätte mir jetzt noch gewünscht, wenn man hier noch mit Rechtsklick hier zielen könnte, also so ein Aim, so ein Fadenkreuz, das wäre cool gewesen. Wird die Sache ein bisschen hier erleichtern, ne? Ah, hätte eine Fahrradkette, man kann ja nicht alles haben, ne? So hat man halt nur, man schießt halt irgendwo hin und man weiß ja nicht so genau, war es richtig, war es nicht richtig, ne? Also auf sich aufmerksam machen. Weiter erwischt. Alright. Righty right. Sind beide ja platt. Huh. Da hätten wir schon mal hier, ne? Zwei hätten wir schon mal. Ey, man muss halt hier den richtigen Weg finden. Find the right direction. Das war's mal nicht. Man muss halt hier rauf, runter, rauf, runter. Habe ich einen richtigen Weg? Ist es der falsche Weg? Muss ich wieder runter? Muss ich wieder zurück? Also wie eine Art Maze, ne? So ein kleiner Irrgarten. Ne? Ein kleiner Irrgarten.
Da ist er, den wir aber vorhin hätten erschießen sollen. Bin ich jetzt wieder draußen? What? Wo muss ich jetzt hin? Oh, er verfolgt mich ja noch. Oh, Scheiße, das hätte ich ja wissen sollen. Dann hätte ich ja niemals auf ihn geschossen hier. I didn't believe what had just happened. I had escaped that beast. But something told me I wasn't safe. I saw the leaves of the trees in front of me move, and the plants bend. A far greater horror was coming. Dino Crisis! Jungle of Silence! Da hat er doch gedacht, er ist entkommen. Ja, hätte Fahrradkette, da draußen war noch mal einer versteckt. Dylan escaped and returned to Regina at the boat. Now it's time to continue in search of a third animal. Realized by Stefano Cagnani. Canani. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Cool gemacht. With the Unreal Engine 4. Big thanks to Stefano, this game is aimed at Capcom. Jeder kennt halt auch das Spiel, ne? Thank you with all my heart. I say big thanks for another great game. I love your games, I love your games. Wow, wow, wow. Hoppala. Chicky chicky bang, ich stand sofort. Ja, Freunde, das war hier Dino Crisis 2. Jungle of Silence, cool gemachtes Spielchen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Mir hat es natürlich wieder riesig Spaß gemacht. Bis auf den kleinen Fail hier, wo ich aus der Map raus bin. Tut mir das bitte verzeihen. Wir bedanken uns für euch fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem Rosti-Kanal. Bitte bewertet doch das Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke, falls ihr noch keiner war. Köpfchen drücken, press the button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben. Schützt euch bitte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, habt eine schöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Wir sagen, tschüss mit euch, viel Glück und euro ist die Thank you and good. Thank you very much. Have a good time. Stay healthy, my friends, and mille grazie, grazie, grazie mille. Und Merry Christmas. Thank you. Goodbye. I'm a little bit confused. Bye-bye.